So, meine Damen und Herren, ich habe den Tag eröffnet. Ich schließe ihn auch wieder mit Ihnen. Es ist mir eine ganz besondere Ehre und eine sehr, sehr große Freude, Ihnen unseren nächsten Referenten kurz vorzustellen. Die meisten von Ihnen werden ihn vermutlich ohnehin kennen. Er ist ein Mensch mit vielen Hüten. Er ist preisgekrönter Schriftsteller. Er ist Rektor der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Er ist Moderator des Philosophischen Quartetts im zweiten deutschen Fernsehen. Aber vor allem ist er einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste deutschsprachige Philosoph, Peter Sloterdijk, der uns heute die Ehre gibt, hier an der Nano Convention über Nanotechnologie und den Menschen zu reden. Peter Sloterdijk, 1983 mit einem seiner frühen Werke Kritik der zynischen Vernunft, ist er sozusagen zum Shootingstar der deutschen Philosophenszene geworden und seitdem ist er von dem Olymp da oben nicht mehr wegzudenken. Dass er auch kontroverse Themen immer wieder aufgreift, hat er zum Beispiel 1999 gezeigt in seiner Rede zum die Regeln zum Menschenpark, mit der er eine Diskussion, eine durchaus kontroverse Diskussion über die Gentechnologie und die Anwendung beim Menschen ausgelöst hat. Ich freue mich sehr, dass Peter Sloterdijk uns nun seine Gedanken zur Nanotechnologie und zum dahinterstehenden Homo technologicus mitteilt. Herr Sloterdijk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass die Ehre und das Vergnügen zu haben, zu dieser eminenten Versammlung zu sprechen zu dürfen und einige Gedanken mit Ihnen austauschen zu dürfen zu Problemen einer allgemeinen Philosophie der Technik mit Rücksicht auf jenes außerordentliche Ereignis, das seit etwa zwei Jahrzehnten das Feld der zeitgenössischen Technologien beunruhigt und aufwühlt, nämlich die Ankunft jener technischen Gebilde, die aus dem sehr Kleinen zu uns kommen und die alles in Frage stellen, was bisher Technik hieß. Ich möchte über diesen Gegenstand eigentlich erst in der Schlussrunde meiner Betrachtungen eigentlich sprechen und bis dahin in einer sozusagen langen Annäherung an die Thematik versuchen, mit Ihnen gemeinsam einige Gedanken zu entwickeln, die der Natur des technischen Phänomens als solcher gewidmet sind. Ich möchte Sie einladen, mit einer Meditation zu beginnen, um sozusagen an dem untechnischsten Pol anzusetzen, an dem man ein Exemplar der Gattung Homo sapiens überhaupt antreffen kann. Dazu lade ich Sie ein zu einer kleinen Exkursion von Bern nach Biel. Ich habe den Taxifahrer gefragt, es sind nur 35 Kilometer, das legen Sie in der Fantasie im Bruchteil einer Sekunde zurück. Und dann bitte ich Sie noch des Weiteren, sich die Insel im Bieler See vorzustellen. Und darüber hinaus bitte ich Sie, sich vorzustellen, dass an der Küste vor dieser kleinen Insel im Bieler See ein Kahn auf dem Wasser schaukelt und in dem Kahn liegt ein Philosoph, liegt ein Schriftsteller. Die Szene spielt etwa im Jahr 1760. Es ist kein Phantasma, sondern eine historisch bezeugte Episode. In dem Kahn liegt niemand Geringerer als der Meisterdenker der europäischen Aufklärung, Jean-Jacques Rousseau. Wenn man über Technik spricht, sollte man seine Stellung zu Rousseau klar machen, denn von der Option für oder gegen Rousseau hängt alles Übrige weitgehend ab. Sie wissen, dass Rousseau am Anfang jener technophoben Grundstimmung der Moderne steht, die sich in jeder Generation unter anderen Ausdrucksformen reinkarniert. Ich selber mache kein Geheimnis daraus, dass ich mich in einem ganz anderen Lager wiederfinde, so sehr ich auch Rousseau beneide um das, was er beschrieben hat.
Diejenigen unter Ihnen, die über gute literarische Kenntnisse verfügen, werden wissen, dass ich anspiele auf eines der berühmtesten Kapitel der europäischen Literatur, der Aufklärung, nämlich auf diesen berühmten fünften Spaziergang aus den Rêveries d'un promeneur solitaire, ein Spätwerk, das Rousseau nicht mehr vollendet hat und das posthum erschienen ist. In dieser berühmten fünften Rêverie beschreibt er also sich selbst als einen, ja, wie soll man sagen, als ein Kind der Natur. Und zwar Kind der Natur in einem ganz ausgeprägten Sinn des Wortes. Er ist mit dem Kahn auf den See hinausgerudert, legt sich dann auf dem Rücken in den Kahn hinein und schaut in den Himmel und lässt sich von den Wellen des Bieler Sees sanft schaukeln und träumt. Und träumt in einer Art und Weise, die ihm das Gefühl gibt, er habe sich jetzt mit der Natur im Ganzen vereinigt. Und er habe bei dieser Vereinigung mit der Natur sich selbst vollständig angeeignet und wiedergewonnen. Sie wissen, dass Rousseau unter paranoischen Vorstellungen gelitten hat. Er fühlte sich von seiner Mitwelt verfolgt. Aber auf diesem Kahn im Bieler See war er für einen Augenblick all diesen Verfolgungen entrückt und fühlte sich sozusagen in einer uneinnehmbaren Idylle geborgen. Ja, aus dieser Spannung von Idylle und Paranoia ist gewissermaßen der moderne Mensch entstanden. Der Mensch, der in einer Welt voll von Feinden nach einer Situation sucht, in der sein mentales wie sein physisches Immunsystem wieder vollständig intakt ist. Ja, und so schreibt auch Rousseau über diese Träumerei auf dem Wasser, in einer sehr spöttischen und provozierenden Art und Weise, in einer Anrede an das französische Publikum sagt, ihr bekommt mich nicht. Ja. Wenn ich hier liege und ich selbst bin, ja, könnt ihr in diese innere Zitadelle meiner Identität nicht eindringen. Und mein Glück widerlegt eure Verleumdungen. Ich bin sozusagen in mir selber geborgen und niemand kann an meine Ekstase, an mein Glück, an meine Vereinigung mit der Natur rühren. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich ausgehen möchte von einer Situation, von der ich glaube, dass jeder von Ihnen sie sich relativ leicht evozieren kann, obwohl ich keine Aussage machen möchte über die individuelle Regressionsfähigkeit, die der Einzelne mitbringt und wie tief er sich fallen lassen kann. Und wie viel Vertrauen er hat zu der Kunst des Bootsbaus in der Schweiz, um sich sozusagen einem solchen schwankenden Gefährt auf dem Bieler See anzuvertrauen. Bei Rousseau ist offenbar diese Art von technischem Urvertrauen so tief ausgeprägt gewesen, dass er die Technik schlicht und einfach hat vergessen können. Ja. Rousseau ist sozusagen der Meister aller Klassen, was Technikvergessenheit innerhalb der Moderne angeht. Er glaubt, er kann sich direkt mit der Natur vereinigen, ohne zu begreifen, dass diese Vereinigung selber ein Produkt einer Vereinigungstechnik ist. Er glaubt, er kann sich in den Schoß der Natur zurückbegeben, ohne zu begreifen, dass wir als geborene Wesen bereits diese uterinen Strukturen, in denen wir geborgen sein wollen, erst einmal technisch herstellen müssen, bevor wir uns in sie hineinfallen lassen können. Kurzum, die Parole heißt eigentlich nicht zurück zur Natur, sondern vorwärts zu Technik. Wir müssen eine gegenrousseauistische Option uns zu eigen machen, wenn wir auf dem Gebiet des Nachdenkens über Technik einen vernünftigen Schritt weiterkommen wollen und müssen uns sozusagen zu den Mitunterzeichnern eines Manifests gegen Rousseau rechnen. Nach Rousseau ist der Mensch als der verlorene Sohn der Natur zu verstehen, der auf dem Weg der Zivilisation immer weiter hinabschreitet. Wir sind, glaube ich, besser auf einem richtigen Wege, wenn wir uns zu der Auffassung bekennen, dass nie eine Vertreibung aus dem Paradies stattgefunden hat, sondern dass die Menschheit in ihrer ganzen Geschichte nie etwas anderes vollzogen hat als eine lange Wanderung zu diesem Paradiese hin, das wie eine Art von Fata Morgana am Horizont unserer Imagination vor uns herwandert. Die Natur ist in einer
technischen Betrachtung keine Mutter. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Grundaussage, die wir auf uns wirken lassen müssen, weil sie ja zugleich sehr tiefe, psychodynamisch relevante Schichten unseres Weltempfindens anspricht. Die meisten Menschen werden ja, wenn das Wort Mutter ausgesprochen wird, ausgesprochen nervös. Sie merken, dass Sie hiermit an sozusagen hochexplosives, emotionales Material rühren. Nicht wahr? Manche Menschen haben dort, wo sozusagen die Erinnerung an die Mutter ist, so eine Art Betonkomplex hingebaut, so wie die Russen über Tschernobyl, ja, um diese, einen Sarkophag nennt man das, ja, eine, um diese strahlende Masse dieses Wortes zu neutralisieren. Es gab aber eine Zeit, wo eine allgemeine Mutterromantik vorgeherrscht hat, und in dieser Zeit hat man geglaubt, etwas unwiderstehlich Sympathisches zu sagen, wenn man die Natur als eine Mutter oder gar als eine große Mutter identifiziert hat. Ich glaube, das 20. Jahrhundert, das psychoanalytische Jahrhundert, hat uns in dieser Angelegenheit andere Ideen eingeflößt, oder es hat uns zumindest die Zunge gelöst hinsichtlich all der Dinge, die man sonst seiner eigenen Mutter und den Müttern im Allgemeinen nie zu sagen gewagt hat. Wir begreifen heute doch viel mehr, dass die Natur als solche eben keine Mutter ist, dass sie keine bloße tragende, hegende, nährende Struktur ist, sondern dass sie im Wesentlichen selber Eigenschaften hat von einer riesigen Produktionsanlage, die wir, wenn es nicht ganz so respektlos wäre, als eine Fabrik bezeichnen würden. Die Natur ist viel eher eine riesige Manufaktur der Lebensformen. Sie ist ein Überraschungsraum, in welchem sich Artenentstehungen abgespielt haben. Und zu den größten Überraschungen der Natur selber gehört es, dass sie Mütter hervorgebracht hat, in dem Sinne, wie wir als Angehörige einer mammiferischen Gattung diesen Ausdruck verstehen. Ja, sobald die Natur die Schwelle der Mammiferen Hervorbringung überschritten hat, gibt es das Phänomen Mutter. Mütter gibt es erst dann, wenn nämlich Lebewesen, weibliche Exemplare von Lebewesen, den eigenen Körper als das Habitat des Nachwuchses zur Verfügung stehen. Jedes vernünftige Tier bis dahin hat seinen Nachwuchs in ein äußeres Nest abgelegt. Ja. Reptilien, Vögel, Insekten und andere kluge Geschöpfe haben sich wohlweislich davor gehütet, den Weg der eigentlichen Maternisierung zu beschreiten. Ja, die haben gesagt, ein Ei gehört in ein Nest oder in einen äußeren Ablageraum, aber um nichts in der Welt in den Organismus des Muttertieres selber hinein. Ja, an der Schwelle, als die Evolution das Muttertier erfunden hat, wurde ein Drama ausgelöst, das die ganze spätere Evolution überschattet, weil nämlich damit ein neuer Ereignistyp in die Welt tritt, der dann später wieder kompensiert werden muss. Nämlich zuerst werden die Nachkommen in diesem Luxusmilieu des Mutterkörpers endogen ausgetragen, dann müssen sie geboren werden, was ein Drama ohnegleichen ist. Und dann müssen sie sozusagen auf dem zweiten Bildungswege in der realen Welt, in der äußeren Welt sozialisiert werden. Diese Dramenstruktur ist immer mitzudenken, wenn wir von Natur sprechen, denn als die Werkstatt der Arten und als ist die Natur zugleich sozusagen ein Ensemble von Biotechniken, die ihrerseits so etwas wie Mutterschaft hervorbringen. Der Lebensprozess selber ist eine Art von integralem Maschinenbau, der... Und jetzt wird der Diskurs natürlich vollkommen frivol und unannehmbar für zivilisierte Ohren, eben auch so etwas wie maternisierende Maschinen hervorbringt, also Biosysteme, Lebenssysteme, deren Merkmal es ist, dass sie ihren eigenen Körper sozusagen als Habitat für den eigenen Nachwuchs zur Verfügung stellen. Und indem sie dies tun, lösen sie einen dramatischen Evolutionsschub aus, der für die
Nutznießer, aber auch sozusagen die Risikoträger dieser Evolution von unabsehbaren Folgen ist. Wir müssen also begreifen, dass Technologie immer in der einen oder anderen Weise eine Stellungnahme impliziert zu der Tatsache, dass wir in unserer Art des in der Weltseins uns auf eine solche Vorgeschichte beziehen müssen. Wir sind Geschöpfe, die von innen kommen und nach außen versetzt werden. Geschöpfe, die dazu verurteilt sind, wo immer sie sich auch aufhalten, ein technisches oder ein künstliches, um es vielleicht noch allgemeiner zu sagen, ein artifizielles Substitut des mütterlichen Schutzraumes zu erzeugen. Kulturen sind in gewisser Weise nichts anderes als technisch hergestellte Brutkästen, in denen die Angehörigen dieser fragilen Gattung Homo sapiens herangezüchtet werden und die im Schutz ihrer spezifischen Kunstfertigkeit ihre eigene unerträglich riskante Lebensweise überhaupt erst erträglich machen. Ich möchte in den folgenden Überlegungen ein paar Sätze sagen über diesen sehr langen Weg der Menschheit von den sogenannten primitiven oder prototypischen Techniken zu den modernen Techniken, die, wie wir alle spüren, gerade in unserer Lebensgeschichte über eine wichtige Schwelle hinweggeschritten sind, eben jene Schwelle, die mit dem Begriff Nanotechnologie beschrieben wird und die bei den Zeitgenossen dieses Vorganges den üblichen weiten Pendelausschlag zwischen technophobischen und technophilen Reaktionen hervorruft. Ich möchte Ihnen vorschlagen, in Analogie zu der bekannten Unterscheidung, die von Samuel Hahnemann um 1800 herum in die moderne Pharmakologie eingeführt worden ist, nämlich der Unterscheidung von Homöopathie und Allopathie, eine Unterscheidung zwischen Homöotechnik und Allotechnik einzuführen. Und ich möchte an diese Unterscheidung gleich die Bemerkung anknüpfen, dass alle bisherige Technik, eigentlich im Wesentlichen bis an die Schwelle der Nanotechnologie heran, dem allotechnischen Pol zuzurechnen ist. Das ist diejenige Technik, die Natur im Wesentlichen nicht nachahmt, sondern ihr Widerstand leistet oder sogar regelrecht kontranaturale Prinzipien in die Natur einführt, um technische Effekte hervorzubringen. Ich gebe gleich ein paar Beispiele für diese kontranaturale oder allotechnische Technologie. Es ist auch eine Art von Technologie, die immer auch auf Unterwerfung und Verbrauch und Ausbeutung aufgebaut ist, während die homöotechnische Technikentwicklung, deren Zeitgenossen wir sind, eine neue Phase von Evolution ahnen lässt, in der das herrische Verhältnis des Menschen zur Natur an ein Ende kommt und eine ganz neue Form von sozusagen sympathetischer Kohabitation zwischen den menschlichen und den natürlichen Strukturen sichtbar wird. Beim Durchbruch zur Nanotechnologie steht nicht weniger auf dem Spiel als die Veröffentlichung oder sozusagen die Propagierung eines neuen Technikmodells, das im Wesentlichen eben homöotechnisch aufgebaut ist, sehr naturnahe. Sie ist eine Praxis des Biorealismus und baut auf in weitem Umfang oder wird aufbauen im weitem Umfang auf biomimetischen Verfahren. Ich will mal mit Ihnen gemeinsam, wenn Sie erlauben, einen Rückblick auf die Welt der primitiven Techniken, der Prototechniken oder der einfachen Allotechniken werfen. Wenn wir uns vorstellen, dass vor rund 100.000 Jahren ein ehemaliger Baumaffe, manche Evolutionsforscher sagen auch ein ehemaliger Wasseraffe, der Streit ist zwischen den Paläontologen nicht ganz geklärt,
Ich selber neige mehr zur Baumaffentheorie hin. Vielleicht ist das aber auch autobiografisch begründet, weil ich sozusagen mich noch sehr gut erinnere an die Faszination durch Bäume und meine überwiegende Wasserscheu in jugendlichen Jahren. Nehmen wir an, dass wir einen Baumaffen zum Vorfahren haben, der in der Baumwelt diese interessante Vierarmigkeit entwickelt hat, die Affen auszeichnet, während später in der Entwicklung auf Homo sapiens zu aus den vier Armen zwei Arme und zwei Beine wurden und aus den vier Händen des Affen später zwei Hände und zwei Füße wurden, weswegen manche Anthropologen sagen, der Mensch beginnt mit der Erfindung des Fußes. Das ist eine These, die ich hier nicht weiter kommentieren möchte. Ich will mich aber auf die zwei Hände doch spezialisieren und zu Ihnen noch einiges sagen. Wir gehen von der Annahme mal aus, dass der Mensch, wie wir ihn heute kennen, der Nachkomme ist eben eines solchen Baumaffen, der ein Savannenaffe wurde und in der Savanne verwandelt sich unter mysteriösen Einwirkungskräften dieser Ex-Savannenaffe in den modernen Menschen. Wie geht das zu? Meine These ist, er verwandelt sich in den modernen Menschen sozusagen in einem künstlichen Brutkasten, den er selber durch primitive Technologien geschaffen hat und unter dessen Wirkung er selber in eine aufregende Dynamik der Selbstverfeinerung eingetreten ist, als deren Resultat wir die heutige Morphologie von Homo sapiens haben. Die einfachen Techniken, die diesen Brutkasten nach außen hin abdichten und den Menschen in einen, wenn Sie so wollen, Insulaner verwandeln. Wir leben alle auf Inseln, auch wenn wir es nicht merken. Wir sind nämlich allesamt Kulturinsulaner, die nicht in der Natur, sondern auf einer Zivilisations- und Kultur- und Technikinsel leben. Diese Insel wird geschaffen durch eine Serie von einfachen Gebärden, von denen das Wichtigste wahrscheinlich darin besteht, dass der Mensch sich anders als alle anderen Tierarten dazu entwickelt hat, Distanz schaffen zu können gegenüber seiner Umwelt und bestimmten Angreifern, indem er den Körperkontakt vermeidet und sich zum Werfer ausbildet. Das Werfen ist vielleicht die schlechthin anthropogonische Gebärde, indem wir Steine aufheben und sie nach möglichen Verfolgern werfen, indem wir aber auch als Werfer uns zum Jäger fortbilden, entwickelt dieses seltsame Geschöpf ein völlig anderes Umweltverhältnis als alle anderen Geschöpfe. Die zweite menschenbildende Geste ist das Schlagen. Auch hier spielt der Stein eine entscheidende Rolle. Der Mensch stammt nicht nur aus der Steinzeit, er stammt in gewisser Weise sogar vom Stein ab. Denn der Stein ist sozusagen das Werkzeug, das ihn speziell zum Menschen gemacht hat. Mit Steinen kann man nach anderen Steinen schlagen, mit Steinen kann man andere Gegenstände zertrümmern. Man kann die Integrität von Körpern durch Schlagen zerstören. Und bei dieser Operation machen Menschen die Erfahrung, dass sie oder der Stein stärker ist als das Objekt. Indem sie diese Erfahrung machen, begegnet ihnen auch zum ersten Mal die Kategorie des Bruchstücks. Und das Bruchstück ist, wenn Sie wollen, der Vorläufer des Kleinen. Ja? Indem man ein gegebenes Objekt mit einem Schlagobjekt zerlegt, zertrümmert, beweist man, dass es ein Inneres gibt, in das man hineinschauen kann, dass man vor der Oberfläche eines Körpers nicht Halt machen muss, dass man es zerlegen kann. Und dieses Bruchstück ist kleiner als das Ganze und in dieser Form tritt das Kleine, sozusagen das Nanoprinzip, zum ersten Mal auf. Es wird allerdings bis in die Gegenwart gebunden durch eine Denkform, die altehrwürdig ist, aber sich in unseren Tagen erst ersetzt, diese holistische Denkform, wonach eben das Ganze A, die Summe seiner Teile ist und B, mehr als die Summe seiner Teile. Wir bleiben also in einer Logik von Teil und Ganzem gefangen und können das Prinzip des Kleinen als solchem noch nicht wirklich verstehen. Im Übrigen führt das Schlagen auch zu der Erfahrung, dass wir Löcher machen können in volle Körper hinein. Ohne die Erfahrung des Loches
kann der Mensch sein Verhältnis zu einem äußeren Objekt gar nicht vollständig ausbilden, denn nur wenn es möglich ist, Löcher in Objekte hinein zu machen, erlebt der Mensch auch den Rausch des Erfolges, dass man Materie zum Verschwinden bringen kann. Die dritte wichtige Gebärde, aus der die prototechnische Kompetenz des Menschen hervorgeht, ist das Schneiden. Ich glaube, sehr wenige Menschen machen sich bewusst, dass die Erfindung des Messers wahrscheinlich die entscheidende technische Innovation gewesen ist, auf der fast alles beruht, was die spätere sogenannte analytische Intelligenz angeht. Die ursprüngliche Analysis wird als materielle Analysis durchgeführt und sie tritt auf bei der Erfahrung, dass man mit einer scharfen Klinge, mit einer Steinkante oder später mit einer Stahlkante weichere Körper zum Nachgeben zwingen kann. Und zwar nicht nur in dieser unpräzisen Art und Weise, wie es beim Schlag geschieht, sondern man kann die Idee sozusagen der Zerteilung mit der Idee der Portion verknüpfen und tritt auf diese Weise ein in ein Universum, in der die analytische Intelligenz selber zu blühen beginnt. Ja, alles, was wir Analysis nennen, ist, wenn Sie so wollen, die Fortsetzung der Werke des Messers auf einer symbolischen Ebene. Darum ist auch die Kunst, scharfe Klingen herzustellen, in der Geschichte der Menschheit immer eine sagenumwobene, geradezu magische Kompetenz gewesen. Und die Welt der Schmiede und der ist ein heilig verfluchter Raum, aus dem die meisten Menschen sowohl Gutes wie Böses kommen sahen. Es ist kein Zufall, dass die Griechen in der Gestalt des Halbgottes Prometheus, des Feuerbringers, einen Kulturheros verehrt haben, der eine intime Beziehung auch zu der Welt der Schmiede, Kraft eben der Feuertechnologie besessen hat. Das negative Maximum von Naturmanipulation geht den frühen Menschen dadurch auf, dass sie in Verbrennungen, ja, einen Gegenstand in etwas vollkommen anderes verwandeln können. Sie reduzieren ihn entweder zu Asche oder sie karbonisieren ihn oder sie kochen bestimmte Substanzen ab. Sie lösen eine ursprüngliche Alchemie aus und wissen, dass das Feuer, die Behandlung mit dem Feuer, die radikalste Metamorphose der Substanz hervorbringt. Das ist das negative Maximum einer Naturbeziehung, die vielleicht noch radikaler eingreift in die Struktur der gegebenen Dinge als das Schlagen und Schneiden. Aber es gibt auch ein positives Maximum der Anpassung an die Natur. Das ist das Überlisten der Natur aus der Haltung dessen, der etwa Lebewesen nachahmt oder Listen ersinnt. Es ist kein Zufall, dass Homer dem Helden Odysseus ein Beiwort anheftet, das uns durch seine bloße Wortgestalt daran erinnert, dass die Mechanik sozusagen aus der List kommt. Odysseus heißt nämlich bei Homer Polymechanos, ja, der Mann, der die vielen Mechaniken, genauer gesagt, aber die vielen Listen hat. Und wenn Sie sich erinnern, hat noch im Italienischen des 18. Jahrhunderts das Wort Machina, ja, genau dieselbe Bedeutung wie Mechanae bei Homer. Denken Sie an Figaro in seiner Arie Tutte le macchine rovescerò, ja, in seiner berühmten Arie Will der Herr Graf sein Tänzchen wagen, nicht? Se vuol ballare il signor Contino, tutte le macchine rovescerò, das heißt, ich werde alle seine Listen und Finden zu Schanden machen mit meiner überlegenen List. Also die Mechanik ist nichts anderes als die Wissenschaft von der Überlistung der Natur durch eine Gegennatur, durch eine zweite Natur. Das alles kommt von einer Spezialisierung her, die sich bei Homo sapiens sozusagen auch somatisch verkörpert hat,
nämlich aus der Evolution, dieser absolut singulären Evolution der menschlichen Hand. Ja, wer von der Hand nicht reden will, soll von der Technik auch schweigen. Wir leben, wenn wir in der Welt des Menschen leben, nicht in dem Land Utopia, das Thomas Morus im 16. Jahrhundert aus dem Atlantik als eine zauberhafte Insel hat aufsteigen sehen. Wir leben immer schon auf der Insel Kirotopia, das heißt im Land der handbesitzenden Menschen, im Lande derer, die alles, was sie tun, letzten Endes mit der Hand tun. Ja, die Hand ist die höchste Vollendung der Evolution, die bereits Technik in den Körper des Menschen eingeschrieben hat. Ja, wenn man eine menschliche Hand verstehen will, muss man bereits eine Enzyklopädie des Werfens, des Schlagens, des Schneidens, des Verknüpfens, des Webens, des Spinnens, des Flechtens, des Bindens und alles, was damit zu tun hat, ausführen. Denn ansonsten kann man nicht verstehen, was die menschlichen Finger sind. Wir wissen nicht, warum wir diesen opponierbaren Daumen haben, den die Affen ja bekanntlich nicht besitzen. Nur um zu verstehen, warum die Hand eine Hand ist, und zwar in ihrer typisch menschlichen Gestalt, müssen wir bereits eine ursprüngliche Geschichte der Technik erzählen können. Mit anderen Worten, der Mensch ist von vornherein nur als der Homo technologicus zu verstehen und nur vor dem Hintergrund dessen, dass er sich selber erzeugt hat in seinem eigenen Technikbrutkasten können wir überhaupt verstehen, wie der Mensch Mensch wurde und warum er immer schon ein technisches Tier gewesen ist und bleiben wird. Hier muss ich Sie an eine anspruchsvolle biologische Theorie erinnern, die nicht zum Alltagswissen der Zeitgenossen gehört, obwohl sie längst zu den gesicherten Grundkenntnissen der modernen Humanbiologie rechnet. Ich will Ihnen mit zwei Worten darstellen, warum Homo sapiens ein Sonderphänomen der Evolution darstellt, und zwar auch in biologischer Hinsicht. Er ist nämlich ein Geschöpf, das nur in einem besonders behüteten Brutkasten so hat werden können, wie er heute erscheint. Der Mensch ist von Anfang an angewiesen darauf, in einem sozialen Brutkasten zu leben, in einer Art von Inkubator. Und dieser Inkubator wird durch die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben, durch die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen, aber auch durch die besondere Beziehung, die zwischen Menschenkindern und Menschenmüttern entsteht, hervorgebracht. Dieses Inkubatorprinzip wird in der philosophischen und der biologischen Anthropologie ausgedrückt durch das Konzept der Neotenie. Ich weiß nicht, ob den Anwesenden hier noch so viel Griechischkenntnisse auf den Lebensweg mitgegeben wurden, dass Sie den Ausdruck ohne künstliche Nachhilfe entschlüsseln können. Neon heißt auf Griechisch nichts anderes als das Junge, das Kleine oder das Kind. Und das Wort Tenein bedeutet festhalten oder fixieren. Homo sapiens ist ein Geschöpf, das aus der Fixierung von infantilen Zügen hervorgegangen ist. Ja, es ist zum Beispiel eine Tatsache, dass unsere Gesichter neotenische Gebilde sind. Ansonsten hätten wir ja Schnauzen und nicht Gesichter. Ja? Ein menschliches Gesicht ist eine unterlassene Schnauze. Das menschliche Gesicht ist dadurch entstanden oder beziehungsweise ist Gesicht geblieben, dass wir nach der Geburt nicht diesen evolutionären Prozess durchlaufen, der bei allen Affen zu beobachten ist, die bei der Geburt übrigens genauso aussehen wie die Menschen, dass nämlich der Gesichtsschädel, der Unterschiedel sich weiterentwickelt, das heißt, dass diese sogenannte Prognathie, die Schnauzenbildung einsetzt, sondern dass die Tatsache, dass bei uns das Gesicht diese klare, relativ senkrecht
strukturierte, weiche, offene Tafel geblieben ist, ist nicht anders als ein solcher neotenischer Infantilismus. Die Tatsache, dass bei den Angehörigen der Gattung von, den weiblichen Angehörigen der Gattung von Homo sapiens, das Geschlechtsorgan an der Stelle sich befindet, wo es sich befindet, ist auch nur als eine neotenische Realität zu begreifen, denn jeder normale Affe würde es an einer ganz anderen Stelle vermuten. Es müsste nämlich im Laufe der ersten 4-5 Lebensjahre auf die Rückseite des Körpers wandern. Es ist eine Tatsache, dass die neugeborenen Primatenweibchen ihre Genitalien auch an derselben Stelle haben wie die Menschen, Frauen. Nur, dass es bei den Menschenfrauen nicht zu der Verschiebung in die subkaudale Position kommt, sondern dass es in der subventralen Position fixiert wird. Das sind die dramatischsten Illustrationen des Sachverhaltes, dass Homo sapiens sozusagen in einem Inkubator lebt, immer schon in einem Inkubator lebt, und dieser Aufenthalt in dem Inkubator verwandelt den Menschen bis in seine physiologische Struktur. Die Tatsache, dass wir kein Fell mehr haben, lässt sich letzten Endes auch nur auf diese Weise erklären. Und viele andere einzelne Züge an Homo sapiens gehören in dieselbe Beobachtungsperspektive. Mit anderen Worten, alles, was wir sind, sind wir, weil wir immer schon in einer total prothetischen Situation leben. Allerdings ist diese Prothese in der Regel nicht sichtbar, weil die Menschen erst seit wenigen tausend Jahren angefangen haben, ihre Umwelt insgesamt selber herzustellen und darzustellen und umzubauen. Man braucht ein großes Maß an phänomenologischer Aufmerksamkeit, um zu verstehen, dass menschliche Gruppen immer schon solche isolierten, inkubatorischen Strukturen sind, mit anderen großen Menschenbrutkästen, in denen diese unwahrscheinlichen Geschöpfe hervorgebracht werden, wie in einem, ja, im Grunde genommen wie in einem Aquarium oder wie in einem Terrarium, in einer künstlich geschaffenen Kulturhöhle, die erfüllt ist von der Eigendynamik menschlicher Tätigkeiten und spezifischer, menschenspezifischer Immunbedürfnisse. Dieser Inkubator wird vor allem dadurch ermöglicht, dass Menschen als distanzschaffende Lebewesen, also vor allem als Werfer, die Umwelt sich vom Leibe halten. Sie werden durch die Werke der Hand hervorgebracht und durch die Verlängerungen der Hand in die Werkzeuge hinein. Waffen und Werkzeuge werden von den Anthropologen gedeutet sozusagen als Extensionen des menschlichen Körpers. Häuser, Kleider und alles, was mit der klimatischen Manipulation zu tun hat, Heizungssysteme und Kühlungssysteme, werden von den Anthropologen als Extensionen der menschlichen Haut interpretiert. Extensionen des Fußes begegnen wir überall dort, wo Menschen sich Transporttechniken ausgedacht haben, die über ihre eigene lokomotorische Kompetenz hinausführen. Noch die modernsten Transportsysteme sind in gewisser Weise Ausdehnungsgestalten des Menschenkörpers, in der Regel vom Fuß her gedacht in die Umwelt hinein. Und die modernste Technologie lässt sich ohne dies nur verstehen, wenn man sie als eine Extension des menschlichen Gehirns begreift, die bestimmte Leistungen unserer Rechnerzentrale in externe Rechner abgibt und auf diese Weise nach innen hin Entlastung schafft. Das heißt, luxurierende Lebensverhältnisse ermöglicht, indem sie nach außen hin den Rand des Inkubatorsystems immer weiter stützt und verstärkt. Das heißt also, all diese Ausdehnungen des Menschen in seiner total prothetischen Umwelt schützen die Innensphäre bei uns und ihre Organe, lassen die Organe in Verfeinerungen und luxurierende Sonderentwicklungen eintreten, und gleichzeitig stabilisieren sie die Außengrenzen. Der Preis dieser Entwicklung war natürlich dass die
einzelnen Menschenkulturen aneinander geraten mussten, weil jede Überlebenseinheit sich selber als einen, wenn man so will, als einen politischen Inkubator ernster nehmen musste als das Nachbarsystem, das, was wir Völker nennen oder was wir Kulturen zu nennen gewohnt sind, sind im Wesentlichen nichts anderes als solche militanten Inkubatorsysteme oder militante symbolische und technische Immunsysteme, die dann aber aufeinander krachen und im Konflikt für beide Teilnehmer des Konflikts eine Verringerung von Immunität erzeugen, sodass in der langfristigen Tendenz der Kulturentwicklung tatsächlich postuliert werden muss, dass die interethnischen Konflikte aufhören müssen, schon einfach aus kulturtheoretischen Überlegungen heraus, denn der Sinn der Kultur, nämlich die Innensphäre einer gegebenen Zivilisation zu schützen, kann nur erreicht werden, wenn mit der Zeit die Arbeit an den Außengrenzen, mit anderen Worten, wenn der Krieg als Institution überwunden wird. Kultur ist also ein Inkubatorsystem, sie ist eine total prothetische Konstruktion. Sie muss die sanften, die zerbrechlichen, die luxurierenden Funktionen schützen. Das ist einer der Gründe dafür, warum bei Homo sapiens auch eine ganz beispiellose Form von Nachtlagerkultur entstanden ist. Die menschliche Nacht ist etwas ganz anderes als die tierische Nacht. Und wenn Sie über ihre persönlichen Bedürfnisse nachdenken und sich fragen, von welchen Bedürfnissen sie unter gar keinen Umständen abrücken würden, wenn sie ihr Leben reformieren wollten, dann würde mit Sicherheit auf ganz oben auf der Liste ihrer Bedürfnisse eine Forderung stehen, nämlich, dass man ihre Nächte nicht antasten darf. Ja. Also das Menschenrecht auf den Schutz des Nachtraums gehört zu den wichtigsten Kulturleistungen. Und ansonsten sind alle anderen Strukturen der totalen Prothetik, die mit dem Sekuritätsmanagement von Homo sapiens zu tun haben, Derivate dieser großen Inkubatorfunktion. Mit anderen Worten, die Technologie, die von der Existenz von Homo sapiens untrennbar ist, ist immer schon, auch wenn man es noch nicht gewusst ist, immer schon steht unter dem Gesetz einer synthetischen Funktion, das heißt einer synthetischen Prothese, die den Menschen in eine zweite Welt in der Welt hineinversetzt. Ja, wir müssen begreifen, dass wir Insulaner sind, wir müssen begreifen, dass wir immer in einer Art von Totalprothese existieren, und diejenigen, die es nicht begreifen wollen, werden heute konfrontiert mit der avanciertesten Technologie unserer Zeit, nämlich mit der Raumfahrttechnik im Bereich der mesokosmischen oder der mesotechnischen Realität, weil dort gezeigt wird, was Menschen eigentlich tun. Die Raumfahrt ist wahrscheinlich im Moment das wichtigste technische und überhaupt anthropologische Projekt. Man könnte sagen, es ist gerade so ein religiöses Projekt, das ist die wichtigste Maßnahme zur Selbstaufklärung der Menschheit über ihre Situation in der Welt, indem sie nämlich im lebensfeindlichen Raum, ganz weit außen im Weltall, wo Menschen eigentlich nichts zu suchen haben, sozusagen einen Außenposten für Menschen schaffen, müssen sie zeigen, dass sie verstanden haben, unter welchen Bedingungen Menschen überhaupt existieren können. Das heißt, sie müssen die Welt und die Umwelt so nachbauen, dass dort ein Mensch vorkommen kann. Und das führt natürlich in allererster Linie darauf, dass Menschen anfangen müssen, atmosphärische Verantwortung zu übernehmen. Ja, Atmosphäre ist eigentlich das, was Menschen ganz zuletzt entdecken, wenn sie begreifen, dass sie sich beinahe zerstört haben. Ja, weil Atmosphäre ist dasjenige, was immer ganz implizit ist und immer bis zuletzt nur vorausgesetzt wird. Technik aber bedeutet, dass man alles, was implizit war, explizit nachspielt. Ja. Modernität ist nichts anderes als ein Prozess der Umwandlung von impliziter Immunität in explizite Immunität. Und wenn Sie merken, dass die Luft vergiftet ist, dann begreifen Sie erst, dass Sie hier im Bereich der impliziten Immunitätsvoraussetzungen sozusagen Ihren Kredit überzogen haben. Und von dort her kann man dann Rückschlüsse ziehen,
auf die Anforderungen an ein adäquates Sekuritätsmanagement, was ja nichts anderes ist als Technikpolitik im Allgemeinen. Ich komme zum Schluss und an dieser Stelle kann ich ein paar Worte sozusagen über die Stellung der Nanotechnologie in dieser Gesamtentwicklung sagen. Wir haben es bei der Nanotechnik mit einem Durchbruch zu tun, der auf seine Weise etwas fast Beispielloses hat. Denn hier wird zum ersten Mal nicht eine Art von Körperextension, das war die bisher klassische Technikdefinition gewesen, praktiziert, sondern es wird im Gegenteil eine Umkehrung der Arbeitsrichtung vollzogen. Statt uns auszudehnen, ziehen wir uns in der Nanotechnologie immer mehr zusammen. Wir verschwinden gewissermaßen im nanotechnischen Objekt und von einer Ausdehnung kann gar nicht mehr die Rede sein. Die Voraussetzung hierfür ist ziemlich abenteuerlich und von enormen philosophischen Implikationen belastet. Denn um Nanotechnologie betreiben zu können, müssen Menschen so weit gekommen sein, dass sie die wahren Bausteine des Realen selber offengelegt haben. Also der Gedanke, dass die Natur selber aus Bausteinen besteht, ist ja so alt wie die griechische Atomistik. Sie ist aber auch so alt, und die griechische Atomistik ihrerseits ist so alt wie das griechische Alphabet. Der Gedanke nämlich, dass es wahre Bausteine gibt, also nicht irgendwelche Fantasiebausteine, so wie man zum Beispiel ein Tier mit großen Messern irgendwie kreuz und quer zerschneiden könnte, wie ein ungelernter Metzger ein Tier schlecht zerschneidet, der würde eigentlich es nur verstümmeln, aber nicht kunstvoll zerlegen. Ja, ein guter Metzger zeichnet sich dadurch aus, dass er es so zerlegt, wie es gewissermaßen gebaut ist. Ja, das heißt also, er verfolgt mit dem Messer die Linien der Konstruktion selber nach und respektiert die internen Artikulationen eines körperlichen Bauplanes. Die erste entscheidende Erfahrung, auf die Menschen zurückgegriffen haben, als sie Atome konzipierten, vollzieht sich kurioserweise im Bereich der Sprache. Und zwar, als die Griechen genialerweise begonnen haben, das phönizische Konsonantenalphabet, um die Vokale zu ergänzen. Da erzeugten sie so eine Liste von 26 Lettern, mit denen haben sie zum ersten Mal eine vollkommene Analyse des Vokalstroms hervorgebracht, der aus menschlichen Mündern hervordringt. Das heißt, die erste Erfahrung, dass so etwas wie erfolgreiche Elementarisierung überhaupt möglich ist, hat sich im Bereich der Beschreibung gesprochener Sprache durch das alphanumerische Schreibsystem des griechischen Alphabets vollzogen. Das ist deswegen, wenn Sie wollen, das größte geistige Ereignis der Menschheitsgeschichte, von dem eigentlich alles abhängt, was wir bisher unter dem Begriff Technik kennen. Denn hier ist zum ersten Mal eine erfolgreiche Elementarisierung geschehen und an der wurde alles gelernt, was überhaupt im Hinblick auf das Bausteinedenken gelernt werden konnte. Also wenn es möglich ist, nämlich diesen chaotisch fließenden phonetischen Strom, der aus Menschenmündern kommt, erfolgreich zu sequenzieren und ihn so darzustellen, dass man ihn wiedererkennt, wenn man lesen gelernt hat. Ja. Dann hat man sozusagen ein Paradigma geschaffen für alles, was später im Bereich des Bausteinedenkens wiederkehren würde. Deswegen sind die Europäer es gewesen und nicht die Chinesen und keine andere Kultur, die den Durchbruch zu der Idee des Elements vollzogen hat. Ja, das Element heißt ja auf Griechisch zunächst nichts anderes als der Buchstabe. Und es ist kein Zufall, dass dieser Begriff aus der Phonetik bzw. aus der Kunst der Schrift kommt. Also wenn es möglich ist, die Sprache zu sequenzieren und mit 26 Symbolen sozusagen alle Lautausdrücke so darzustellen, dass man sie wiedererkennen kann,
Da muss man doch früher oder später auf die Frage kommen, könnte es nicht sein, dass die Welt als Welt, jetzt nicht nur als gesprochene, als vokales Ereignis, sondern als Materie, selber auch sequenziert werden könnte, dass wir in Bezug auf sie, auf wahre Buchstaben, auf wahre Elemente durchdringen. Und in der Tat, so ist es geschehen. Die griechischen Buchstaben haben die Lautschrift ermöglicht. Im 18. Jahrhundert fangen die europäischen Physiker und Chemiker damit an, ein Periodensystem aufzustellen, eine echte Liste der Elemente anzulegen. Im 20. Jahrhundert wird mit dem Durchbruch zur Digitalität es möglich, echte abstrakte Maschinen überhaupt aus Elementen, aus Komponenten überhaupt aufzubauen, auf einer sehr hohen Abstraktionsstufe schon. Und in der gegenwärtigen Phase geschieht etwas, was ganz außerordentlich ist. Es werden die Elementarisierungen, die in den vier Grundbereichen des Realen überhaupt erreicht worden sind, in einer konvergenten Technologie gebündelt. Wir haben nämlich im Bereich der Physik den Durchbruch zum Atom. Wir haben im Bereich der Informatik das Element des Bits herausgearbeitet. Wir haben im Bereich der Neurologie die Neuronen als Grundbausteine herausgearbeitet und im Bereich der Genetik die Gene. Das sind, wenn Sie so wollen, die vier großen Alphabete der Welt, die vier Elementensysteme, auf die das Denken durchgebrochen ist. Und die Nanotechnologie ist, wenn Sie so wollen, eine demiurgische Kunst, die jetzt ansetzt zu der Frage, wie können wir überhaupt neue Gebilde schaffen oder Gebilde nacherschaffen auf der Grundlage von diesen vier materialen Elementarstrukturen, die so etwas wie echte oder gültige Alphabete des Realen darstellen. Mit anderen Worten, wir sind an einer Stelle, an der sich im 12., 13., 14. Jahrhundert die jüdischen Mystiker befunden haben oder die jüdischen sogenannten Kabbalisten, die ja nichts anderes, von keiner anderen Intuition geführt worden sind, als von der Vorstellung, dass Gott bei der Schöpfung selber mit hebräischen Buchstaben Kombinationsspiele betrieben hat. Ja, ja. Die Kabbalisten waren diejenigen, die gewissermaßen die moderne Nanotechnologie und überhaupt die moderne Physik und die moderne Denkweise, die moderne Ingenieurswissenschaft vorweggenommen haben, indem sie nämlich angenommen haben, dass das geschriebene Element nicht nur für die Sprache gilt, sondern dass es Elemente gibt, die zugleich ontologische Bedeutung haben, das heißt, dass sie physikalische Strukturen darstellen. Und in dem Moment, wo wir sozusagen die Gleichung von Element, also Buchstabe und physikalischen Baukörper vollzogen haben, nimmt die Idee des Schreibens eine absolut dramatische Bedeutung an, denn man hat dem Gott der Schöpfung selber jetzt bei seinen Prozeduren zuzuschauen versucht und hat gesagt, er hat ja im Grunde genommen bei der Schöpfung auch Technik angewendet, er hat nämlich Elemente kombiniert. Er hat, wenn man es recht versteht, er hat konstruiert durch Schrift, durch Schreiben. Und alles sieht so aus, als befänden wir uns heute wieder an einer solchen großen Epochenschwelle, wo der Begriff des Schreibens wieder in Bewegung gerät. Die Ingenieure der Zukunft werden aller Voraussicht nach so etwas wie ernüchterte Kabbalisten sein, ja, also Kapitalisten und Kabbalisten, Kabbalisten ohne Geheimnis, die wahrscheinlich ohne zu spüren, wie sehr sie hier mit dem Ungeheuren spielen, Weltbausteine überhaupt freilegen. Und wenn man einen Baustein hat, ist ja jedes Mal die Geschichte einer Analyse erfolgreich zu Ende gegangen und wendet sich von selbst her in die Geschichte einer Konstruktion über. Der Übergang vom analytischen Stadium in das synthetische Stadium ergibt sich dann ganz von selbst. Und das ist der Grund, warum wir an der Schwelle zu einer neuen Phase der menschlichen Technikkultur insgesamt stehen. Die neue Ingenieurskunst, die Ingenieurskunst von morgen, wird sein demiurgisch, das heißt, sie wird synthetisch sein und sie wird auf dem Prinzip der
fortschreitenden Verkünstlichung der Welt aufbauen. Sie wird biomimetisch sein, das heißt, sie wird sich immer mehr anähneln an die Verfahren, die die Natur in ihrem ersten Maschinenbauzyklus, das heißt, als sie sich selbst erzeugt hat, schon praktiziert hat. Sie wird ökodynamisch sein, das heißt, sie wird immer höherem Maße komplexe Zusammenhänge einfassen. Und sie wird vor allem immunaktiv sein, das heißt, sie wird ihre Nebenwirkungen, das heißt, ihre Rückwirkungen auf die symbolischen und die physiologischen Immunsysteme reflektieren. Und da ja Immunsysteme ganz allgemein identisch sind mit den Strukturen, die die Dauer des Lebens als solche determinieren. Biologen definieren ja das Leben als die Erfolgsphase eines Immunsystems. Wenn Leben die Erfolgsphase eines von Immunsystemen ist, dann werden alle künftigen Technologien hinsichtlich sozusagen ihrer Immuneffizienz evaluiert werden und notfalls ausgeschieden, falls sie in diesem Bereich schlechte Noten erhalten. Und diese neue Technologie wird nur dann erfreuliche Resultate erzeugen können, wenn sie dazu verwendet wird, sozusagen die schützende Hülle, die sie bisher nur für kleine oder mittelgroße Menschenagglomerationen, sogenannte Kulturen, hat erbringen können, Schritt für Schritt ausweitet auf die gesamte Menschengruppe. Mit anderen Worten, wenn sie eine schützende Hülle für alle erzeugen, einen Inkubator für alle. Das ist, wenn man so will, die Aufgabe, die sich der Technologie der Zukunft stellt. Wir müssen daran arbeiten, eine schützende Prothese für die Menschheit als Menschheit zu erzeugen und das Prinzip der Inkubatortechnologie so weit generalisieren, dass es keine ausgeschlossenen, keine Menschenwesen mehr gibt, die ausgeschieden werden und benachteiligt werden durch diese Entwicklungen. Ich glaube, das sind große und großartige Forderungen. Sie ergeben sich aber aus der Logik der Entwicklung selber. Sie sind nicht von moralisch aufgepfropft auf diese Beobachtungen. Sie sind, wenn man so will, der Entwicklung inhärent. Und daher meine ich sagen zu können, es gibt Argumente, durch welche der Optimismus selber zu einer wissenschaftlichen Überzeugung geraten kann, wenn es mir gelungen ist, ein paar Evidenzen oder Anregungen in dieser Richtung bei Ihnen auszulösen, dann war diese rhapsodische Darlegung nicht ganz umsonst. Ich danke sehr für Ihre schöne Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für die eine oder andere Frage noch zur Verfügung. Ja, Herr Sattelberg, vielen Dank. Fragen zu den Ausführungen von Herrn Sattelberg? Sind Sie alle erschlagen? Ah, da ist eine. Sie haben viel von der Hand geredet und das Hirn nur ganz kurz erwähnt. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Sie haben viel von der Hand geredet. Ah, zu viel Hand, zu wenig Gehirn? Frage. Ja. Sie haben recht. Die Hand ist natürlich als Organ nur adäquat vorstellbar, wenn man seine Repräsentation im Gehirn mit in Rechnung stellt. Die Hand nicht als, wie soll ich sagen, nur als Ausführungsorgan gefeiert haben oder als gehirnferne Struktur, sondern es kommt mir darauf an, dass die Hand im Gehirn geradezu überdimensional repräsentiert ist. Ja. Und wenn Sie an den berühmten Homunculus denken, ja, mit dem die Neurologen das Selbstbild, die Selbstdarstellung des Organismus im eigenen Gehirne wiedergeben,
dann kommen Sie ja zu dieser berühmten Homunculusstruktur, nicht? In welcher bestimmte Elemente des Gesichts, zum Beispiel der Mundbereich, riesenhaft wiedergegeben wird. Und der übrige Körper spielt keine größere Rolle als die von einem Kind gezeichnetes, einem Kind gezeichnetes Strichmännchen an der Wand. Aber was in dem Homunculus dominiert, sind diese riesenhaften Hände, die ja, zwei Drittel der Persönlichkeit enthalten. Es gibt noch ein paar andere Nervenstellen, nervöse Punkte, die im Homunculus stark dargestellt werden. Die muss ich jetzt hier nicht erläutern. Aber die Hände haben es schon in sich, nicht wahr? Auch in neurologischer Perspektive. Bausteine waren ein wichtiges Stichwort in Ihrem Vortrag. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann waren Lego. Lego war für mich das eines der faszinierendsten Spiele. Man konnte mit Bausteinen etwas bauen, man konnte sie wieder zerstören und wieder neu bauen. Ja. Jetzt, was sagen Sie zur Nanotechnologie, die Gefahr birgt einer zunehmenden Entropisierung der Umwelt? Wenn die Bausteine so klein und in so geringen Mengen kombiniert werden, wie das die Nanotechnologie ermöglichen wird, dann werden Sie sie nämlich nicht mehr mit vernünftigem Energieaufwand auseinandernehmen können. Ja. Also, was sagen Sie zu diesem Aspekt, den die Nanotechnologie birgt? Also, ich glaube, man muss diese ganze Nanodimension als eine Art von so angewandtem Surrealismus interpretieren. Also wir sind ja von unserer imaginären Ausstattung her unverbesserliche Mesokosmiker. Ja, wir können weder in der Mikrowelt noch in der Makrowelt mit unserem logischen oder Wahrnehmungsapparat angemessen navigieren. Ja. Es gibt nur symbolische Operationen, die es uns erlauben, unsere Hand in die Nanowelt zu projizieren. Nicht? Ich hatte mich mal eine Zeit lang mit Biotechnologie beschäftigt und war fasziniert von der Wahrnehmung, wie handwerklich Biotechnologie eigentlich zugeht. Und zwar die faszinierendste Technik ist ja diejenige, die eine primitive Handoperation, wie ich sie vorhin beschrieben habe, das Schneiden mit einem Messer, ja, in die Nanowelt projiziert, mit Hilfe dieser sogenannten Mikromanipulatoren. Ja, die Mikromanipulatoren sind technische Vorrichtungen, mit denen wir mesokosmische Bewegungen, mesokosmische Operationen heruntertransformieren in Handlungen in der Nanowelt. Ja, das heißt, da wird ein DNA-Strang wird einfach zwischen zwei Polen eingespannt, wie in einer Werkbank. Und dann wird mit dem Mikromanipulator oder mit dem Mikrotom, also mit dem Nanomesser, wenn Sie so wollen, wird da herumgeschnitten. Ja, also das ist auf eine eigenartige Weise Hardware-Arbeit, ja, auf der Stufe des Elementaren. Ja. Und ich glaube, durch solche Rückübersetzungen können wir Analogien zwischen der Meso- und der Mikrodimension vollziehen. Ansonsten sind wir diesen Geschöpfen gegenüber, diesen Gebilden gegenüber völlig wehrlos, ja, weil wir ja ähnlich wie bei der radioaktiven Strahlung kein Organ haben, um mit Besuchern aus der Nanodimension zu interagieren. Ja. Ich habe seit langer Zeit den Vorschlag gemacht, Gebilde der Technik als Einwanderer zu interpretieren. Also ja, sie praktisch auch unter den Kriterien des Fremdenrechts zu behandeln. Und
nur solche Einwanderer, von deren Nützlichkeit wir überzeugt sind, nur mit solchen Einwanderern führen wir ein Naturalisierungsverfahren durch. Ja? Also wir haben im Guten wie im Bösen zum Beispiel jetzt in den letzten 100 Jahren die Automobile naturalisiert. Ja? Die haben jetzt sozusagen in allen Kulturnationen das Bürgerrecht erhalten. Wir teilen mit denen die Realität. Ja? Die schlafen in unseren Häusern, ja? in den Garagen. Nicht wahr? Wir haben Haushaltsgeräte in unsere Wohnungen hereingelassen. Ja, wir haben also eine vollkommen neuartige Kohabitationsverhältnisse. Und durch die Ausdehnung des Begriffs Einwanderung wird einem die notwendige Verknüpfung zwischen der technischen und der juristischen und politischen Dimension solcher Techniken bewusst. Wir können natürlich keine Einwanderungen gestatten, die subversiven Charakters sind. Also Einwanderungen, die dazu führen, dass sich am Ende das Einwanderungsland selber nicht mehr wiedererkennt. Nicht? Und ich glaube, mit Hilfe solcher Differenzierungen kann man für eine sozusagen technikrechtliche Überwachung all dessen plädieren, was an dieser Innovationsfront auf uns zukommt. Wir wollen und können nicht mit allem zusammenleben. Und nur durch eine intelligente Selektivität können wir sozusagen diese Mitbürgerschaft der Zwerge tolerieren. Im Bereich des Märchens ist ja das Zusammenleben mit Zwergen ja bereits gut vorbereitet gewesen, nicht wahr? Die Nürnberger Heinzelmännchen waren ja auch unsichtbar. Und wurden aber aufgrund ihrer angenehmen Begleiteigenschaften toleriert. Ich denke, das Märchen hat da ein Stück weit prophetische Tugenden und von ihm kann man lernen, dass man auf jeden Fall diese neuen technomorphen Mitbürger sehr genau beobachten muss und dass man bei ihrer Erzeugung keine Fehler machen darf. Karl Aganis, Bundesamt für Umwelt. Ich habe eine Frage zu Ihrer letzten Bemerkung. Schützende Prothese für die Menschheit. Wir unterscheiden ja im Umweltschutz einerseits zwischen dem Vorsorgeprinzip und andererseits den End-of-Pipe-Maßnahmen mit Ihrem Ausdruck eben schützende Hülle für die Menschheit, Prothese für die Menschheit, meinen Sie damit eine solche End-of-Pipe-Maßnahme oder wie ist das zu verstehen? Also die Menschheitsprothese, wenn ich diese Metapher kurz erklären darf, das ist eine Äußerung, mit der ich einen Gedanken weiterführe, den ich in einem meiner letzten Bücher entwickelt habe. Dort behaupte ich ja, dass der wohlhabende Teil der Menschheit, insbesondere der euroamerikanische Komplex, sich zurzeit in einer Art von planetarischer Apartheid eingerichtet hat. Wir haben zwar in Südafrika das Apartheidsregime, das so hieß, beseitigt, haben stattdessen ist aber, wir haben so eine Form von Wohlstandsapartheid auf der Erde entstehen lassen. Ich diskutiere dies zunächst ohne moralische Bewertungen und versuche mit einer bei Dostojewski geliehenen Metapher diesen Sachverhalt auszudrücken, nämlich mit dem Bild des Kristallpalastes, ja, eines großen Treibhauses, in dem sozusagen Komfort und günstige Verwöhnungsbedingungen herrschen, unter denen Kultur und Luxusfunktionen des Lebens besonders gut gedeihen können. Dies ist eine hochselektive Struktur, die etwa ein Fünftel der Menschheit beherbergt, wenn man etwas optimistischer rechnet, vielleicht ein Viertel, und eine ganze Fülle von nicht integrierten und vielleicht auch nicht integrierbaren erzeugt. Ich denke, das ist eine Situation, die auf die Dauer unerträglich sein wird. Und
die Notwendigkeit, zu einer Art von Klimaausgleich zu kommen zwischen dem Wohlstandstreibhaus und den anderen Regionen, ist doch mit Händen zu greifen. Und das 21. Jahrhundert und die späteren Zeiten werden mit Sicherheit zeigen, dass sich dieses Gefälle auch in moralischer Hinsicht nicht neutralisieren lässt. Ja, es ist sowieso erstaunlich, wie sehr Menschen empfänglich sind für naturalisierende und neutralisierende Argumente im Hinblick auf moralische Sachverhalte. Das heißt, dass man himmelschreiende Dinge dann doch irgendwie als unveränderliche Gegebenheiten hinnimmt. Das würde aber bedeuten, dass die Menschheit als Ganze in einer ganz anderen Weise noch zusammenwachsen muss, als sie es in den vergangenen Jahrtausenden getan hat. Aber wenn man sieht, welch ein Verdichtungsprozess sich allein während der letzten 50 Jahre abgespielt hat, ja, wie die Zahl der Interaktionen auf der Erde zugenommen hat. Und wenn man diese Verdichtungsgeschwindigkeit extrapoliert, dann kommt man zu dem Schluss, dass noch im Laufe des 21. Jahrhunderts sich gewaltige Verwerfungen und Umverteilungseffekte ergeben werden. Und die führen eher in Richtung auf eine intensivere Integration. Ich habe vor kurzem mal im Zusammenhang mit der Afrika-Debatte, die anlässlich des G8-Gipfels in Heiligendamm geführt worden ist, einen Ausdruck verwendet, von dem ich nicht weiß, ob es klug war, ihn zu drucken zu lassen oder nicht, nämlich, dass es so etwas wie auch ein moralisches Analogon zu dem Treibhauseffekt gibt. Ja? Das heißt also, auch ein moralisches Global Warming geben könne. Und dass man die Initiativen an der Afrika-Front möglicherweise mit einem solchen Effekt bereits in Beziehung setzen darf. Aber ich werde möglicherweise nicht lange genug leben, um mich von der Wahrheit oder Falschheit dieser Thesen überzeugen zu können, denn dazu muss man wahrscheinlich noch 50 Jahre empirische Beobachtung zusätzlich in Anspruch nehmen können. Und da müsste ich ja eigentlich schon von irgendeinem nanotechnologischen Wunderprodukt profitieren können, nicht wahr? Um das noch zu erleben. Oder aber ich trete der Sekte von Ray Kurzweil bei, nicht? Der uns die neue Epochendevise zugerufen hat, vor allem für die älteren Herren interessant, welche lautet: Live long enough to live forever. Ja, nicht? Das heißt, wir sind jetzt sozusagen gerade in der Übergangszeit. Wer jetzt schlapp macht, stirbt ein bisschen zu früh. Nicht? Das war ein gutes Schlusswort, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ja. Muss ich das leider. Das nächste Mal planen wir 2 oder 3 Plenar-Talks für Sie ein, dann können wir auch die Diskussion etwas intensiver führen. Das machen wir, ja. Vielen Dank nochmal recht herzlich. Ich bedanke mich. Ja. Also, danke sehr. Nach so einem langen und abwechslungsreichen Tag haben wir uns eine kleine Stärkung, eine kleine Erfrischung verdient. Ich darf Sie recht herzlich einladen zum Credit Suisse Apéro, der von unserem Partner und Hauptsponsor ausgerichtet, organisiert wird, draußen auf der Terrasse. Ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich für Ihr Mitwirken, für Ihr Erscheinen bedanken und hoffe, dass es morgen genauso gut weitergeht. Schönen Abend.